Herzlich willkommen zurück. Ich habe die Kapitäne und die Könige gerettet. Ich bin Gott und... Wo soll ich denn hin? Ich kann das Rad nicht benutzen. Warte, ich muss das Rad von unten benutzen. What the shit? Also das hat das Spiel... Da. Das Spiel jetzt häufiger. Normalerweise wäre das doch hier oben und nicht da unten. Aber ich muss ein Steuerrad da unten... Per Telekinese kann ich das Boot steuern, deswegen habe ich diese Handbewegung gemacht. Ich habe immer noch die Bananenschale hier auf dem Tisch. Ah, schön wieder in der Stadt zu sein. Ja, wo warst du, du Pisser? Ich möchte, dass ihr zum Alraunenherrenhaus geht. Ich treffe euch dort. Oh, ich könnte ihn klatschen, echt. Also Jakan braucht sich nicht mehr vorstellen und sagen, oh, ich bin der Held und so. Nun? Ich habe alles alleine gemacht. Ich habe Eieren suchen müssen. 20 Minuten lang. Eine halbe Stunde. Es wird euch für die Flottenkönigin verraten. Und Gott, irre. Und er hat sich einfach nur in der Stadt Aminos unten Däumchen gedreht, paar Sachen zugehört und ist wieder abgehauen. Jakan ist ein Egoist. Hilfsbereitschaft hat er schon mal nicht. Als Tugend. Das kotzt mich an. Ich mag ihn nicht. Er ist Braham. Er ist Braham 2. Wanderer, Fürstin Arabel möchte hinter dem Hof mit euch sprechen. Hinter dem Hof? Oh. Eine Hofdame hinter dem Hof. Ah, hier kommt unser Held. Gut gemacht, mein Teurer. Hervorragend. Was denn du siehst Wer aus wie ich. Etwas trinken? Der Prinz von Windhelm gibt einen aus. Geduld, Jungchen. Wir sind vorerst sicher, doch die Schlacht hat gerade erst begonnen. Warum hast du eigentlich keine Rüstung an? So, erstmal den Wandschrank, ein paar Tomaten mitnehmen. Damit wir sie in die Augen packen. Ich mag dich nicht. Warum gucken die mich alle an? Gute Arbeit, wie ihr die Allianzanführer aufgespürt und sicher von Aminos heruntergebracht habt. Ich bin stolz auf euch, mein Teurer. Fürst Bakaro und ich werden sie bald an einen sichereren Ort bringen. Danach können wir uns wieder dem Orden der Emporstrebenden zuwenden. Der Orden der E plant irgendwo auf der Hochinsel eine große Versammlung. So hat es mir Prinz Irnska erzählt. Dazu kommen wir noch. Erst einmal müsst ihr euch ausruhen. Und ich muss sicherstellen, dass unsere königlichen Gäste weiterhin sicher sind. Nehmt dies fürs Erste. Solange ich auf euch zählen kann, ist da noch mehr, wo das herkam. Dank euch sind 600 die Königlichen Gold. Endlich auf Hochinsel angekommen. Auch wenn der Orden der Emporstrebenden seinen Preis verloren hat, bleibt er dennoch eine Bedrohung. Sobald der emporstrebende Fürst und sein Magus erfahren, dass die Allianzanführer hier sind, werden sie vor nichts zurückschrecken, um an sie heranzukommen. Wie schützen wir die Allianzanführer bis zur Friedensverhandlung? Fürst Bakaro und ich haben einen sicheren Ort. Dort wird ihnen nichts zustoßen. Bisher haben wir uns verteidigt und nur auf Vorkommnisse geantwortet. Nun kommt die Zeit, den Kampf zum Orden der Emporstrebenden zu tragen. Und mein Plan beginnt mit diesem Treffen, von dem ihr auf Aminos hörtet. Genau, der Fürst sagt der Magus, er soll den Orden auf Hochinsel versammeln. Und ich glaube, ich weiß, wie wir herausfinden können, wo genau diese Versammlung stattfinden wird. Während ihr fort wart, erhielt ich Berichte über Umtriebe des Ordens der Emporstrebenden in der Nebelschlundhöhle. Ich schlage vor, wir gehen dem nach. Und wenn uns das Glück hold ist, schnappen wir uns einen Fürsten und einen Magus. Ich helfe euch, die Nebel zu untersuchen. Die Nebelschlundhöhle liegt an der Nordküste von Hochinsel. Es ist ein beliebtes Versteck für Gesetzlose und Piraten. Ich treffe euch dort. Ich muss noch einmal mit Jakan einige Details durchsprechen. Den kannst du abhaken. Er hört meistens nicht wirklich aufmerksam zu, wisst ihr. Ja, verprügel ihn. Peitsch ihn aus. Mach ihn fertig. Bitte. Die Allianzführer sind hier im Alraunenherrenhaus nicht sicher.
Nicht so sicher, wie sie sein könnten. Fürst Baccaro, Valassia und ich haben mit der Magiergilde vereinbart, dass sie den Standort der Konferenz auf dem Eiland aller Flaggen mit mächtigen Schutzzaubern versehen. Ich werde ruhiger schlafen, wenn die Delegierten hinter diesen Schutzzaubern sind. Dann werden die Friedensverhandlungen fortgesetzt? Das hoffen wir, wo die Allianzanführer nun hier und unversehrt sind. Sie brauchen nur ein wenig Zeit, um sich von ihren Strapazen zu erholen. Und wir müssen sicherstellen, dass der Orden der Emporstrebenden keine Bedrohung mehr darstellt. Hilf mein Gedächtnis auf die Sprünge, wenn ich das schon lese, kommt mir die... Seid ihr euch sicher, dass ihr die Höhle wirklich persönlich untersuchen wollt? Ich weiß nicht, sind ja vielleicht Gegner, die einen... Seid ihr in Sorge um mich? Oh, Schnickschnack. Ich habe mich schon um Briganten, Trolle und Bedrohungen für das Reich gekümmert, bevor Ransea seinen vom Glück verlassenen Krieg anzettelte. Es gibt nichts auf diesem Archipel, mit dem ich nicht fertig würde. Doch habt Dank für eure Besorgnis, Teurer. Ja. Was geschieht noch gleich auf der Hochinsel? Ich bin dumm. Ich kenne das Gefühl. Ohne meine Notizbücher würde ich auch alles durcheinander bringen. Der Orden der Emporstrebenden will die Anführer der drei Allianzen ermorden. Ich hab Durst. Er hat einen Sturm entsandt, um die Schiffe zu versenken, die die Anführer zu einer Friedenskonferenz hierher bringen sollten. Genau, die Allianzanführer überleben und ich rette sie. Das stimmt, mein Teurer. Und während ihr Prinz Irnska rettetet, habt ihr auch belauscht, rettetet, wie der emporstrebende Fürst dem Magus auftrug, den Orden zu einem Treffen nach Hochinsel zu rufen. Wir werden dem weiter nachgehen und herausfinden, wo dieses Treffen genau stattfinden soll. Rettetet. Was war das für ein Klick? Ihr habt den Klick auch gerade gehört, oder? Lieb wohl. Rettetet. Warum müssen wir abwarten? Das Dominion kann den Orden der Emporstrebenden mit einem Streich zermalmen. Ich dulde nicht, dass das Dominion Krieger an bretonischen Ufern anlandet. Das Dolchstoßbündnis wird sich um diese Sache kümmern. Ruft eure Flotten und ich gehe. Der Ebenherzpakt wird nicht verhandeln, wenn man mit Angriffen droht. Geduld bitte. Krieg. Das ist eine sehr heikle Lage. Lasst uns das übernehmen. Nun geht mit Jakan. Er wird euch an einen sicheren Ort bringen. Das lese ich nicht durch, das könnt ihr lesen. Bla bla bla. Bla 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 bla. Das Wetter ist stürmisch, morgen gibt's Sonne und dann gibt's Schnee. Und die Mannschaft wird das immer tun, wie es geheißen hat. Kann man hier runterspringen? Ah, fast. Okay, trefft Fürstin Arwa in einer Nebelschlundhöhle. Ich habe die Medaillons wieder aufgeladen. Sie können den Delegierten zurückgegeben werden. Na, ich gehe jetzt mal looten. Kaspar, du stehst voll im Weg. Kaskar, ja. Ich krieg immer meinen Willen durchgesetzt hier in dem Spiel. Das ist so. Oh Gott, mein Glück. Ah, Inventar, wie sieht's aus? Oh Gott. Geht noch. Was? Zum Henker. Es ist einfach mal weit oben im Norden. Und ich muss schon seit gefühlt, keine Ahnung, was ist das für ein Schatten? Ich muss seit boah. Ich muss eigentlich ganz dringend wohin? Alter. Direkt mal ein Thumbnail machen. Das ist schon cool. Wie es jetzt lange dauern wird, bis ich da oben angekommen bin. Oh, ist das fies. Alter, der hat einen Hasen gerissen. Ja, ich renne da nicht durch, das schauen wir uns einfach so an.
Ach, der ganzen Strapazen oben in Aminus haben wir uns das verdient. Das Gebiet so anzuschauen. Oh, wir kriegen auch den Vulkan, glaube ich, dann näher zu sehen da oben. Von denen haben wir ja nur aus der Ferne was gesehen. Oh, ist das schön. Schön auch noch mit Sonne und so. Das heißt, wenn ich da angekommen bin, ist die Folge zu Ende. Was, das ist doch kein Weg hier. Ist doch nur grün. Oh, man merkt, ich werde schlagartig ruhiger. Das liegt aber auch daran, weil ich hier nicht mehr rumschreien will. Im Gegensatz zu anderen Nachbarn bin ich wenigstens rücksichtsvoll. Und benutze Kopfhörer auch unter anderem. Ist immer schön, wenn man aufwacht. Und dann hört man entweder laute Musik von oben oder so. Wobei, Musik kannst du es nicht nennen. Keine Ahnung, irgendwelche Kirchen- oder Yoga-Musik. Ich habe ja nichts dagegen, dass jeder das hört, was er hört. Ne? Meinetwegen kann man auch Hip-Hop hören oder so. Oder Schlager oder Heavy Metal. Solange man mich in Ruhe lässt, ist alles gut. Hiermit bleibt ihr Amunara aus dem Pelz, bis sie den Schild hat. Verdammt sei sie! Dürfte ich um einen Gefallen bitten? Da bist du selbst reingeraten, mein Freund. Seh zu, wie du da rauskommst. Ich habe keine Zeit für dich, ich muss die Hauptquest folgen. Riesigen Schluchten. Da oben ist einfach mal eine Burg. Also das Level-Design ist ein Top. Ich glaube, da wird am meisten Zeit reingesteckt, um die Karte einfach anzufertigen. Wie haben die das da gebaut? Wie meine Mama immer sagte... Solange ich was zu trinken in der Hand habe, bin ich am richtigen Ort. Ich erinnere mich gar nicht, das in der Reisebroschüre gesehen zu haben. Seid ihr euch sicher, dass es Teil der Rundreise ist? Auf mich wirkt es recht öde. Das sind Touristen gewesen. Hiermit bleibt ihr Amunara aus dem Feld, das sieht ja schon wieder. Bis sie den Schild hat. Den werden wir wohl öfter treffen. Ich habe noch gar keine Wegmarke gesehen auf dem Weg. Ach du Scheiße. Das ist echt keine Wegmarke hier. Also Wegschrein. Ach hey. Ah, die Map ist riesig. Und ich hätte jetzt hier zum Beispiel einen Wegschrein hingesetzt oder so. Die Dichte ist verdammt... Boah. Hey. Habt ihr gespürt, wie der Boden bebte? Nee, blickt hab ich auf nicht. Iphilon in der Ferne. Ich habe den Feuersangberg noch nie so unruhig gesehen. Alter. Das ist ja mal das Thumbnail des Todes. Boah, das kriegt er bearbeitet, aber sofort. Direkt nach dem Stream am besten. Mir gefällt gar nicht, wie dieser Vulkan aussieht. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Könnte dies etwas damit zu tun haben, was Valesea und ihr beim Druidenzirkel entdeckt habt? Könnte der emporstrebende Magus wirklich eine derartig große Wirkung auf den Vulkan haben? Wir wissen, dass der Boden bebte, als er sein Zauber im Kastell Nervire wirkte. Das stimmt. Der Boden bebte, als er einen Sturm um das Kastell heraufbeschwor. Und die Vulkanschlote wurden aktiv, nachdem er jenen Sturm heraufbeschworen hatte, der die Allianzschiffe verunglücken ließ. Doch diesmal gab es keinen Sturm. Was können wir bezüglich des Vulkans tun? Nicht das geringste, Teurer.
Doch der Feuersangberg ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Die Druiden wachen über seinen Schlummer. Hoffen wir, sie halten ihn ruhig, bis wir verhindern können, dass der Magus ihm weitere Macht entzieht. In der Zwischenzeit sollten wir uns in der Nebelschlundhöhle umsehen. Gehen wir. Wonach suchen wir? Nach irgendwas, was auf das kommende Treffen des Ordens verweist. Wenn der emporstrebende Magus Ladungen verschickt hat, sollte jemand hier davon wissen. Und haltet die Augen nach allem offen, was wichtig sein könnte. Man weiß nie, welcher Hinweis ein Rätsel lösen kann. Erzähl mir mehr über Yphelion und den Feuersangberg. Der Feuersangberg ist ein Vulkan, der sich über die Insel Yphelion erhebt. Man kann ihn in der Ferne sehen. Er ist stets ruhelos, sodass sich Schlote und heiße Quellen über den gesamten Archipel erstrecken. Beim anfänglichen Rumpeln hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Naja, beim anfänglichen Rumpeln macht man sich auch keine Gedanken. Werdet erwähnt, dass die Druiden etwas mit dem Vulkan zu tun haben? Die steinleere Druiden kümmern sich um die Schlote hier auf Hochinsel. Doch der Feuersangzirkel kontrolliert Yphelion. Außenseiter sind dort nicht willkommen. Und ich habe noch nie einen ihrer Druiden gesehen. Man sagt, der Feuersang arbeite daran, den Vulkan ruhig zu halten. Geht hinein. Ich bin dicht hinter euch. Bist du nicht? Scheiße, der rennt mir doch hinter der, ja. Rennt sie mir etwa auch hinter der, ja. Dahin. Ihr da, folgt Freeman. Es wird gerade auch an der Größe gezweifelt, von der Karte, die Relation. Wir laufen ja hier schon ziemlich lange durch. Aber die Insel oder das Archipel ist so groß wie Dross im Kai. Und Dross im Kai ist im Verhältnis sehr klein. Das heißt, du kannst hier eigentlich relativ schnell hier durchlaufen. Da müsste das Archipel eigentlich viel größer sein. Aber wir lassen mal das aus. Das Spiel hat schon genug um die Ohren geworfen bekommen. Das hat schon einiges falsch gemacht. Gefühlt. Wie, Harry läuft aus, oder? Was wolltest du mir mitteilen, Spiel? Ne. Junger Vulkesh. Seid vorsichtig. Sie werden von vulkanischer Aktivität angelockt. Vulkesh, das klingt wie Goa'uld. Ich wollte es gerade heilen. Aber er labt sich schon an irgendwelche Leute. Okay. Das war mal ein Agonia. Wie? Wirst du auch verstärkt? Nö. Doch, die versteckt sich auch. Der Buff wirkt auf sie auch. Alter, wie eil. Wie eil. Das wusste ich gar nicht. Ach nee, das Leben wird wiederhergestellt von denen. Schade, ich dachte, das würde auch noch auf sie gehen. Boah, das wäre ja Hammer. Dann wäre es voll OP, diese Fähigkeit. Ist sie ja jetzt schon. Tote Ritter des Ordens der Emporstrebenden? Sie müssen den Lava-Kreaturen zum Opfer gefallen sein. Da sind sie uns auch schon wieder. Oh, eine Schatzkarte. Oh, ist ein Kind gezeichnet. Eine Karte von Castel Navire? Der Orden hat dort schon angegriffen. Doch diese Karte zeigt einen Fluss, wo es keinen geben sollte. Ja, lass uns weitergehen. Ich muss aufs Klo.
Murphy zu stunnen. Es wird dringend. Diese Höhle ist voll mit Rittern des Ordens der Emporstrebenden und Volkesh. Wir sollten vorsichtig sein. Ich hau hier auf alle Tasten. Ja, alle Heilung. Seit dem Fehlschlag mit dem beschworenen Sturm habe ich viel gelernt. Es ist unverkennbar. Punkt. Dass meine Magie immens Macht gewinnt, wenn ich die Energie der Erde dieser Vulkaninsel anzapfe. Aber jegliche Fehlberechnung lässt den Zauber völlig unkontrollierbar werden. Mit möglicherweise katastrophalen Ergebnissen. Das haben unsere Freunde in Yffrelon mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht. Dennoch glaube ich, dass ich es jetzt im Griff habe. Diese letzte Erprobung war sogar noch beeindruckender, als ich erwartet hatte. Wenn ich über solche Macht verfüge, sind unsere Angriffspläne, der Riss des Dokuments ist verbrannt und nicht zu entziffern. Der Magus muss hierher gekommen sein, um seine Experimente fortzusetzen. Er plant, diese Macht beim nächsten Angriff einzusetzen. Wir müssen das Ziel ermitteln. Ziel identifizieren. Noch ein Baby. Seid vorsichtig, Teurer. Welches Erdbeben? Ich hab grad gespürt. Du bist tot. Okay, warum? Manchmal brauchen die ein bisschen, bis sie merken. Okay, ich muss umkippen. Beackwood. Beackwood ist gut. Ich mag so Vertipper. Dafür habe ich Probleme, manchmal die Schrift zu entziffern und spreche einfach irgendwelche Wörter aus. Das wird wohl ein Kampf. Kampf zu Ende. Gott, ich habe auch die gleichen Sounds wie mein Hauptcharakter gehabt. Hat sich gerade irgendwie angefühlt, als würde ich meinen Hauptcharakter killen. Alter Schwede, macht die Schaden an denen. Der hat gerade 80% seines Lebens mit Schlag verloren. Wanderträgerin. Janine. Die drei Ziele gingen auf Amenos an Land. Also könnt ihr die Suche an den Stränden von Hochins anstellen. Beachtet, dass die drei Ziele gerettet wurden und sich wohl gerade auf dem Weg nach Hochinsel befinden, während ich diese Zahlen hier schreibe. Das spielt keine Rolle. Der Push, der Blafürst, hat den Rat des Ordens einberufen. Kommt zur Halle der Halle unter den schlafenden Rittern, sobald ihr könnt. Bringt den Brief hier mit. Ihr werdet mein Siegel brauchen, um eintreten zu können. Der Blamagus. Eine Ladung vom Rat des Ordens der Emporstrebenden? Genau danach haben wir gesucht. Unterhalten wir uns. Gehen wir doch noch einmal durch, was wir gefunden haben. Erst war da eine Karte vom Castel Navire, die einen Fluss zeigte, den es nicht gibt. Zumindest nicht an der Oberfläche. Wenn sie einen unterirdischen Fluss darstellt, könnte das auf einen Geheimgang unter dem Kastell hinweisen. Es gibt auch teilweise zerstörte Notizen zu Experimenten mit vulkanischer Energie. Lasst mich das noch einmal sehen. Ja, der emporstrebende Magus meint, er könne den Vulkan anzapfen, um seinen Zaubern Macht zu verleihen. Beim nächsten Ziel, das sie angreifen, wird er mehr Kontrolle über sein Ritual haben. Wir haben auch eine Ladung gefunden, die in der Halle unter den schlafenden Rittern zu kommen. Wir haben auch eine Ladung gefunden, in die
Wir haben auch eine Ladung gefunden, in die Halle unter der schlaffenden Rittern zu kommen. Ach so. Oh Mann. Wir haben auch eine Einladung gefunden, in die Halle unter den schlafenden Rittern zu kommen. Mann, ist der Satz komisch. Unter den schlafenden Rittern? Was könnte das bedeuten? Statuen? Oder Leichen? Gasthof, du Tolle. Ich vermute, wir werden wieder nach Katakomben suchen. Ähnlich denen, die wir unter der Abhain-Kapelle fanden. Doch dort habe ich keine schlafenden Ritter gesehen. Es ist ein Gasthof. Was glaubt ihr, was mit den Ritterinnen geschah, die diese Ladung erhielt? Ich vermute, die arme verstorbene Bannerträgerin Jenin erlag der Hitze und den Dämpfen in dieser Höhle. Oder den Vulkesh, die sich an den Lavabecken sammeln. Doch ihr Pech ist unser Glück. Wir haben, was wir brauchen, um weiterzumachen. Wisst ihr, was all das heißt? Natürlich. Es wird recht deutlich, wenn man alles zusammenfügt. Die Dufour bestatten seit Jahrhunderten ihre Toten in den Gewölben unter ihrem Kastell. Der Orden trifft sich also in den Naviere verließen. Ich hole Jakan und treffe euch dann dort. Nee, lasst Jakan zu Hause. Mit dem will ich den gesamten das Abenteuer nicht mehr sprechen. Jakan ist ein Verräter. Geil. Der eine kam raus und starb direkt. Nicht mal Leben gehabt oder so. Ich will euch nicht wehtun, aber ich tu's trotzdem. Langsam habe ich den Bogen raus. Darauf sollte ich wohl nicht stolz sein. Mann, sind das riesige Salamanderviecher. Ich muss hier raus, und zwar schnell. Komm, lade schneller. Ich habe Alarmstufe rot. Oh, es geht den anderen Weg runter. Wir lesen mehr. Genau, wir lesen uns mehr durch. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.